Hi Freunde, Mordmann hier. Und stetig grüßt das Murmeltier. Ich bin gerade eingeloggt und sehe, die Server werden kürzer für ein geplantes Update offline gehen. Die Server werden ab dem 24.11., also heute um 8 Uhr morgens, nicht mehr erreichbar sein. Weiterführende Informationen findest du im UWL Forum. Da gucken wir jetzt einmal kurz rein. Der Post ist erst 27 Minuten alt und ja, da gucken wir uns jetzt einmal drüber, was genau passiert. Also am 24.08. gibt es Wartungsarbeiten, um einige Probleme zu beheben, wie zum Beispiel mit dem Erntearbeiter-Set. Das wurde ja aus Versehen von manchen Spielern gelöscht und dafür soll es Ersatz geben. Das Ganze wird knapp 180 Stunden, ach 180 Stunden, ja und das wäre es, 180 Minuten betragen, also 3 Stunden. Hier ist die Liste der folgenden Änderung. Also es wurde ein Problem mit den Ritual-Quests behoben, welches dazu führt, dass Spieler am Abschluss der Quest gehindert wurden, wenn das interaktive Herzjuwel vor dem Sieg über Alastor benutzt wurde. Das Erntearbeiter-Set wurde wieder ins Spiel aufgenommen, diverse Stabilitätsverbesserungen und einige Münzrück. Oh Gott, sorry. Einige Münzrückerstattung für bestimmte Probleme. Thema Münzrückerstattung. Kompanien erhalten eine einmalige Rückerstattung für alle Kriegserklärungen, die seit dem 11.01. Update im November gemacht wurden. Ja, wir haben auch eine Kriegserstattung gemacht, also kriegen wir wenigstens die Münzen zurück, finde ich sehr gut. Kompanien, welche Gebiete besitzen, erhalten eine einmalige Rückerstattung für alle Stationen, die seit dem 01.01. im November-Update heruntergefahren wurden. Okay, auch cool. Spiele erhalten eine einmalige Rückerstattung für die seit 1.1. Update vom 11. November gezahlten Haussteuern. Also wenn ihr Haussteuern gezahlt habt, kriegt ihr da auch Cash zurück, weil ihr das Haus ja quasi nicht nutzen konntet, finde ich auch cool. Gerade weil ich meine Häuser auch zum Laufen gebracht habe, damit ich mich hinteleportieren konnte. Ja, kommen wir zu vielen Erntearbeiterausrüstungen. Da hatte ich euch das ja schon gesagt. Zum Patch 1.1 wurde diese rausgenommen aus Versehen und es soll Ersatz geben. Und zwar, wenn euch ein Teil weggenommen wurde, beziehungsweise wenn, sobald ihr ein Teil gelootet hattet, bekommt ihr die ganze Erntearbeiterrüstung auf dem Level von dem höchsten gelooteten Teil. Heißt, wenn ihr Schuhe mit 566 bekommen habt, dann kriegt ihr jetzt ein ganzes Set mit 566 for free. Dafür kriegt ihr eine Tour in eurem Inventar. Wenn ihr die öffnet, kommen die 5 Gegenstände raus. Hier nochmal der Hinweis. Das Ganze wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil nicht jeder Spieler gleichzeitig diese Tour bekommen kann. Da wird eine Datenbank im Hintergrund laufen, die überprüft, welcher Spieler hat ein Erntearbeiter-Set verloren. Wenn das der Fall ist, kriegt ihr einen Teil zugesichert bzw. einen Teil wiederhergestellt und der ganze Prozess wird wahrscheinlich bis Ende der Woche dauern. Genau, hier gibt es auch schon einen Release, den hatte ich mir jetzt nicht vorab durchgelesen. Mal gucken, Update in diesem Release wurde das Erntearbeiter-Set im Spiel wieder zu den Drops hinzugefügt und kann somit wieder im Spiel verdient werden. Leider sind wir auf Probleme mit dem Erntearbeiter-Set gestoßen, die wir den Spielern zur Verfügung stellen wollten. Die Ausrüstung, die wir zur Verfügung stellen wollten, hatte Wert und Anforderungen an das Spielerlevel, welche sowohl im PvE und als im PvP zu erheblich und absichtigen Gleichgewichtungen geführt hätten. Wir möchten sicherstellen, dass ihr die Ausrüstung genauso erhaltet, wie sie beschrieben ist und gleichzeitig eure Spielerfahrung fair und ausgewogen bleibt. Wir werden dieses korrigieren und die Ausrüstung später als geplant bereitstellen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir diesen Zeitplan kennen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind und danken euch für eure Geduld und euer Verständnis. Okay, also wurde der Punkt hier revidiert. Das wird nicht bis Ende dieser Woche sein. Da gibt es anscheinend nochmal einen Fehler und der wird jetzt behoben und im Anschluss wird jeder dann diese Rüstung bekommen. Ja, aber das Wichtigste für uns, der Server ist offline von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr circa. Ich finde es cool, dass sie daran arbeiten, was extrem nervig ist und es ist langsam wirklich. Wir haben in 6 Tagen 5 Hotfixes gehabt, wo immer wieder der Server offline war. So langsam sage ich mir selber, hey, wenn ihr so viele Hotfixes plant, die werden diese Hotfixes ja nicht an einem Tag entwickeln, dann bündelt die doch und lasst zweimal in der Woche den Server offline gehen und nicht alle 3 Tage. Nehmt lieber das Auktionshaus wieder raus für 2 Tage, anstatt den Hotfix zu machen und wieder den Server so lange offline zu lassen. Und von allen Dingen, macht das doch nachts und nicht am Morgen, wo viele Spieler spielen, nicht tagsüber, wo viele Spieler spielen. Ein bisschen, ja, Rücksicht auf die Spieler würde ich mir tatsächlich auch gerne wünschen. Ja, das war's auch schon mit dem Video zum Patch. Für euch nochmal ein kurzer Hinweis. Samstag ab 7 Uhr morgens machen wir einen 12-Stunden-Stream auf Twitch. Wir haben einige Specials. Wir werden zusammen kochen bzw. zusammen Pizza essen. Was wir kochen, hängt noch von einem kleinen Backend-Prozess ab. Pizza werden wir zusammen bestellen. Ich werde eine Pizza verlosen und einen Zuschauer von euch einladen.
Und der isst auf meinen Nacken die Pizza. Das Ganze machen wir zusammen im Discord. Wir haben ein Projekt. Wir werden auf Level 1 anfangen um 7 Uhr morgens und gucken, wie weit wir in diesem Stream kommen. Und wir werden eine Menge Spaß in diesem Stream haben. Ich würde mich freuen, wenn jeder Einzelne von euch dabei ist und mit mir dieses Erlebnis am Samstag teilt. Den Link meines Kanals findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalasst auf YouTube, um mir helfen zu wachsen und damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche euch noch eine Menge Spaß in der Welt von New World, auch wenn sie leider aktuell offline geht. Bis dahin, euer Mottenmann.